Willkommen in unserer Suite in Kuala Lumpur. Der Wohnbereich. Das Schlafzimmer. Die Aussicht. Naja, geht so. Und jetzt kommt das Bad. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein großes Bad. Gerade das Kapitel Asien ab mit dem letzten Kaffee. Wir suchen jetzt gerade einen Campervan. Ich bin jetzt gerade auf der sozusagen australischen Ebay-Seite auf Gumtree und hier gibt es ganz viele Angebote von Backpackern oder Locals, die ihre Autos verkaufen. Und ich habe jetzt hier so ein paar gefunden, Mitsubishi $4,000, $4,500, $5,000. Wir wollen eigentlich so maximal nur 5.000 ausgeben. Mal gucken, ob wir da fündig werden. Nachdem wir auf dem Internet geguckt haben nach Campervans, dann sind wir jetzt auch Hostels vorbeigegangen und haben da auf den Blackboards geguckt und haben uns Campervan-Angebote mitgenommen. Wir haben eins hier gefunden und wir rufen die jetzt mal an, um zu gucken, ob wir Terminvereinbarungen machen können. Alles nicht so einfach. Wir haben uns gerade mal eine Pause gegönnt für den ganzen Stress mit Suchen und Rego beantragen, Wagen ummelden, Versicherung raussuchen. Ich bin echt müde. Es dauert auch echt immer lange, bis man so sich Gedanken gemacht hat und bis man alles rausgefunden hat. Und der Tag hat irgendwie echt nur ein paar Stunden. Und wenn man morgens früh aufsteht, ist man abends spät zurück. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Und wir stehen zwar früh auf und versuchen alles relativ zeitig zu regeln, aber wir sind doch immer erst um 7 spät abends wieder zu Hause und sind dann total fertig, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren mit Organisieren und Autos angucken und einkaufen gehen und Bankkonto eröffnen und es ist echt anstrengend. Und das ist ein Gecko. So, Mammutaufgabe geschafft, Campervan gekauft und 3 Tage dafür gebraucht. Das da hinten ist das Teil, das schöne Ding. Wir sind jetzt hier nochmal beim Mechaniker, weil wir nochmal alles checken wollen. Wir haben einen Supercheck gemacht. Soweit ich das sehen konnte, ist das Auto okay. Aber zur Sicherheit lassen wir nochmal einen Bekannten von den Bekannten, der Mechaniker ist, das einmal durchschicken. Das war der erste Streich. Wir waren gerade beim Target und haben Teller, Schüsseln und Plastikbecher gekauft. Tupperdosen zum Verstauen. Eine coole türkisfarbene Pfanne. Jetzt räumen wir das erstmal ein und dann gehen wir nochmal zum Kohl's und gucken, was wir da noch alles kriegen. $4,400 in den Kaffee.
abends werden die Vorhänge zugezogen, damit auch keiner reingucken kann. Und morgens, wenn wir aufwachen, haben wir diesen Ausblick. Das ist der Essbereich. So eine Aussicht hatten wir dann. Das ist unser kleiner Schrank. Unser Kühlschrank. Unser ganzes Geschirr. Töpfe, Teller, alles was man so braucht, haben wir alles noch eingekauft. Wenn du dir selbst ein Campervan hier in Australien kaufen willst und wissen willst, wie das alles funktioniert, wo man am besten einen findet, wie man das mit der Versicherung macht, mit der Registrierung, dann guck einfach auf den Blog. Hier unten gibt es einen Link dazu. Da steht alles drin erklärt. So einem Rastplatz übernachtet. Das ist ganz cool. Wir sind mitten an der Straße und das sind so 24 Stunden Parkplätze. Das heißt, man kann hier übernachten. Es gibt Plumpsklo, einfach aber reicht, und so Picknickplätze, wo man dann essen kann. Und das umsonst, was super ist, weil sparen wir uns mal eben $30 für die Nacht für den Campingplatz.
schon mal das Abendessen vor. Es gibt heute Chicken Tonight. Für Manix mit Reis, für mich mit Kartoffeln. Wir sind hier gerade im Cape Range Nationalpark an der Westküste nahe bei Exmouth. Und hier sind wir gerade auf dem Osprey Bay Campsite. Das sind so eigentlich nur so Stände mit Plumpsklos. Für $20 pro Nacht für zwei Personen, was schon ziemlich viel ist, wenn es noch nicht mal fließend Wasser gibt und eine Dusche. Aber man hat einen super Ausblick aufs Wasser und kann morgens gleich direkt zum Schnorcheln gehen. Verschärft. Wir sitzen gerade beim Lobster Shack und essen gerade Mittag. Schön dicker Dent Lobster, wie der Name des Restaurants schon sagt. Und neben uns sitzen meine Kunden aus Hamburg von Bumerang Reisen. Ich gucke so und denke so, hä, kenne ich doch. Es ist mein Kunde, der genau die gleiche Tour gebucht hat und jetzt auch durch Australien reist. Sitzt einfach neben mir. Geil, oder?